Einen sprudeligen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch Projekt, denn mein Serpens muss auch ausgebaut werden und darüber möchte ich jetzt gerne in ein paar Videos berichten. Und heute bei der Jungfernfahrt natürlich das erste Video mit den Serpens. Es sind dabei der Arki mit seinen Serpens, die Annie mit ihren S-Horn, der Wip mit seinen Scope und ich mit meinen Serpens. Wip und ich nehmen auf, danke schon mal an Wip dafür und ja, lasst eine kleine Bewertung da, vielleicht auch ein Abo. Würde mich sehr freuen und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ihr seht vielleicht jetzt schon in der Teamzusammenstellung ein S-Horn, 5-Sterne-General, eine Schlange und noch eine Schlange. Ja, heute ist das erste Video des Projekts sozusagen, des Serpens-Projekt, weil ich finde Serpens cooler als Schlange. Das klingt besser einfach. Und ja, ich hoffe, jetzt scheint auch der VIP noch rein. Genau, der macht auch seine Aufnahme an. Ich hoffe zumindest, dann seht ihr die auch eingeblendet. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, die ist eingeblendet. Ich hoffe, dass er jetzt aufnimmt. Die erste Jungfernfahrt, die erste richtige Fahrt mit Serpens. Ich versuchte irgendwas zusammenzuhauen. Ja, ich nehme auch gerade auf dem Handy auf. Deswegen wird wahrscheinlich die Soundqualität nicht so cool sein. Aber ich versuche und gebe mein Bestes. Ja, das schieben wir mal hier rüber. Jetzt gibt man Gas. Natürlich haben wir richtige Gegner. Und das Ding, man merkt die 70 km/h. Nicht. Hoffen wir mal auf eine coole Runde jetzt hier. Okay, er teilt schon ordentlich aus, der Aki. Ein wenig hat es gerade geleckt, aber es läuft auf jeden Fall. Das Ding ist zwar arschlangsam und es leckt ein wenig. Meine Aufnahme sollte das nicht blockieren, weil Handy ist generell besser. Mit Aufnahme. Das seht ihr auch in den Videos, aber okay. Anscheinend geht der Zendi raus, ne? Der hat keinen Bock mehr. Der geht einfach. Ja gut, würde ich auch machen bei zwei Serpensen. Das ist schon mal da ein bisschen blöd. Gucken wir mal hier. Mensch, Anni ist in den Weg gefahren. Und. Ja, wow. Habe ich gut hingekriegt. One Hit. War das jetzt One Hit? Ich weiß gar nicht. Na gut, sind auch T5-Bots. Das liegt jetzt wahrscheinlich an dem Gegnerteam. Ja. Also, es ist noch ein bisschen langsam. Aber sonst geht's. Also, von der Kampfkraft habe ich jetzt noch nie gesehen. Ja, Film schön drauf. Filme. Sehr gut. Immer schön mich verfolgen. Ich bin sowieso lahmer als er. So, und ich hoffe, dass er nicht so viel. Okay. Also, Bait fahren damit geht schon mal. Ja, gut. Solange ich den noch ausbaue, gilt das auch noch. Darf ich das noch machen? Ich meine, dann kann ich das Ding schon mal fahren, aber es ist halt ein bisschen langsam. Jetzt hier nochmal der Test. Wie viel Schaden? Ich habe das jetzt nie gesehen. Schade. Komm, zeig dich mal bitte. Schon mal ein sehr cooles Gefühl, so ein Ding zu fahren. Es ist krass, ne? Das ist richtig krass. Richtig krass. Aki hat sein Ding auch ausgepackt. Den hat er... Das habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, eine Woche länger. Ich glaube, 2 Wochen. Ich glaube, ja, es sind 2 Wochen, oder? Ja, also wenn man vom... Genau, also es sind 2 Wochen, die er Vorsprung hat, sozusagen. Weil mein Wann war dann sozusagen die 2. Woche, genau. Viel weiter als ich ist er auch nicht. Ich weiß gar nicht, seine Kampfstärke liegt irgendwie bei 10.000 irgendwas. 10.600 tippe ich jetzt mal. Ich bin ganz zufrieden damit. Das ruckelt halt, ne? Von wegen, mein Handy ist besser, aber das liegt bestimmt an dem Spiel. So ein Mist, ey.
So, und da sind wir jetzt schon in der zweiten Runde. Ich hoffe, ich fliege dieses Mal nicht raus. Das wäre nicht so cool. Ja. Im Prinzip die zweite Jungfernfahrt jetzt. Da kann ich das schon mal ein bisschen lernen, damit umzugehen, weil es würde mein erster Panzer sein für die nächsten Jahrzehnte sozusagen. Jetzt haben wir auch die Gegner, ne? Die richtigen Gegner, die ich auch. Ja, wow. Ah, ich habe noch nicht ganz so viel Power. Das merkt man jetzt schon. Ich stoße an meine Grenzen. Oder auch nie. Ich glaube halt. Bin halt noch ein bisschen langsam. Okay, 2000 Schaden. Ich mache mehr mit S-Power, glaube ich. Mensch, klaut mir doch nie alles. Ich möchte einmal drauf schießen. Nachladen geht ungefähr klar. Okay, 2600. Ich glaube, mit S-Power mache ich 3100 irgendwas noch. Aber wir sind ja auch noch in die Max mit dem Serpens, ne? Der schafft dann auch One-Shot. Es ist halt die Frage, wann man den rausholt. Ich weiß, dass wann man den rausholen kann. Wann man sollte. Bloß, ich möchte es ja auch ein bisschen spannend für euch gestalten oder ein bisschen, sage ich mal, lustig, wie ich mich blamiere hier mit dem Panzer oder zusammengeschossen werde irgendwie. Ja, Ultra-Abschuss 2652 Schaden irgendwie. Stau halt, ne? Irgendwann wird dann auch mal getestet mit Tigerfell und 75er und ja. Und die Punkte werden durchgeballert mal und versucht, wie viel schaffe ich alleine. So ein Experiment mal. Aber das wird dann erst in den Sommerferien sein. Also mit Musterfahren, das wird schon eher sein. Vielleicht schon dieses Jahr. Mal gucken, wie weit ich komme mit dem Ausbau. Und dann nächsten Sommer wird dann sozusagen richtig hart gefahren, weil dann ist das Max hoffentlich. Dann ist hoffentlich der Panzer auch Max. Hoffentlich. Oh Gott, ja. One-Shot kriege ich die Pots noch nie. Das kann er auch ruhig machen, der VIP. Töte ihn. Ja, feuern wir drauf. Ja, gut. Kann man auch anschießen mit dem Panzer. Ich bin erstmal erstaunt. Ich weiß, ich rede ziemlich viel in diesem Video. Dass wir nicht so viele harte Gegner schon bekommen. Ich dachte, erste Runde so, ja, zwei Serpents, ein S-Horn und ein Scope sozusagen. Ja. Dachte ich, dass wir sofort hier die großen Generäle als Gegner bekommen. Nein, so war es am Ende nicht. Ich kann es auch gerade nicht vergleichen, weil ich die anderen Panzererfahrungen irgendwie vergessen habe. Also so wie, als wenn du mit einem Vulp auf den T5 schießen würdest, ist es nie. Auf den T5S. Nie T5, da geht's schneller, aber. Es ist so, es ist schwer zu sagen. Dieses Gefühl kommt da nicht so rüber im Video. Oder doch, keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn. Oh Mann, und ich sterbe auch noch. Schade, die Panzerung ist halt auch noch ein bisschen schwach. Na gut, ich würde nicht sagen, vielen Dank an VIP fürs Aufnehmen und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da und abonniert und keine Ahnung was. Teilt das Video, schreibt Kommentare. Und dann war, würde ich sagen, das war's mit der Jungfernfahrt, mit meiner ersten richtigen Fahrt. Ich bin noch nie vorher gefahren mit dem Serpens. Jetzt eine Woche später nach dem Kauf. Na gut, es ist jetzt schon eine Woche und 19 Stunden. Genau, eine Woche und 19 Stunden. Danke fürs Zusehen und haut rein und ciao.